Hallo, meine Lieben, es ist wieder soweit. Und ihr wisst, wenn ich das sage, heißt das, es kommt eine Wiederholung von einem Stream. Und dieses Mal geht es wieder um eine unheimliche Kreatur. Es ist der Dämon. Wir alle kennen Dämonen aus Filmen wie Conjuring, Insidious oder aus Serien wie Buffy im Band der Dämonen, Charmed oder Supernatural. Dämonen in allen Formen und Farben. Aber woher kommen Dämonen ursprünglich? Und wo kommen sie überall vor? Nun, das werde ich euch jetzt sagen. Das Wort Dämon kommt vom griechischen Wort Daimon und kommt in verschiedenen Mythologien und Religionen vor. Ein Dämon wird als warnende oder mahnende Stimme des Gewissens und als Verhängnis verstanden. Ihr seht also, so negativ wie wir Dämonen durch Filme, Videospiele und Serien kennen, waren sie ursprünglich gar nicht. Ein Bedeutungswandel fand vor allem durch das Christentum statt. Einen entscheidenden Anteil trägt Augustinus von Hippo, der um das Jahr 400 nach Christus lebte. Er gründete die Lehre des Cephitas Dei, Gottesreich auch genannt, und des Cephitas Diabolo, Dämonenreich. Nach seiner Lehre sind die Dämonen gefallene Engel. Das führte so weit, dass später des Decretum Gratiani entstand, in dem das Wesen der Dämonen erklärt wurde. Dämonen hätten einen luftigen Körper und sie lebten ewig, was ihnen mehr Lebenserfahrung als den Menschen einbrachte. Sie konnten das Gemüt der Menschen spüren und das für sich ausnutzen. Außerdem konnten Dämonen Krankheiten in ihre luftigen Körper aufnehmen und die Menschen mit der krankmachenden Luft infizieren. Das kommt unserem heutigen Verständnis für böse Dämonen wohl schon ziemlich nah. Oder was meint ihr? Auch in Naturvölkern kommen Dämonen vor. Diese werden jedoch häufig mit Geistern gleichgesetzt. Dabei handelt es sich um Totengeister, Hausgeister oder auch Naturgeister. Im Islam zum Beispiel gibt es drei Hauptkategorien von hierarchischen Dämonen, Engel, Satane und Dschinn, die jeweils in sich auch noch einmal alle aufgeteilt sind. Der Dschinn wird übrigens für einen guten Geist gehalten, solange er sich für Allah entscheidet. Im Judentum heißt der Dämon Shedim. Im Tanach spielen sie aber nur eine untergeordnete Rolle. Sie tauchen nur als Götzenbilder, also als falsche Götter auf. Obwohl das Wort Shedim selbst übersetzt so viel wie freundliche, beschützende Macht bedeutet, wird doch deutlich, dass auch in dieser Religion Dämonen nichts Gutes heißen. In der griechischen Mythologie traten Dämonen zunächst als übernatürliche Wesen auf, die für Naturphänomene wie das Rauschen der Blätter im Wind oder das Grillenzirpen zuständig waren. Später waren die Dämonen zum einen die Gefährten von Göttern, um ihnen zu Diensten zu sein, zum anderen gab es auch die Dämonen, die jeden Menschen von Geburt an begleiteten. Diese sorgten für den Schutz der Menschen, konnten ihnen aber auch schaden. Auch in der indischen Mythologie sind Dämonen fest verhaftet. Diese heißen dort Asuras und sie sind die Gegenspieler der Götter. Selber sollen sie auch einst Götter gewesen sein. Sie wurden Dämonen, weil man ihnen, als sie erschaffen wurden, die Wahrheit über die Lüge mitgab, diese aber die Wahrheit eines Tages ablegten. In der chinesischen Mythologie gibt es zwei Dämonengruppen. Die Kuai, welche die bösen Dämonen sind,
und somit der kosmischen Kraft Yin zugeordnet werden, und die Shen, die der Kraft Yang zugeordnet werden. Bei den Kuai soll es sich einst um Menschen gehandelt haben, die ertrunken sind oder denen kein Ahnopfer dargebracht wurde. Ihr seht also, Dämonen gibt es schon seit sehr langer Zeit. Und sie sind in den verschiedenen Kulturen und Religionen überall vertreten. Und da ist es nur logisch, dass diese auch ihren Eingang in die Popkultur finden. Aber nur selten finden wir dort freundliche Dämonen. Buffy muss als Dämonen- und Vampirjägerin scheußliche Kreaturen entgegentreten, die zum Beispiel Menschen verstummen lassen oder sie in ein alternatives Universum entführen. Bei Conjuring muss sich eine Familie einem fürchterlichen Dämon stellen. Und auch die Winchester-Brüder haben in Supernatural immer wieder mit fiesen Dämonen zu tun. Obwohl die meisten Dämonen heutzutage als böse betrachtet werden, gibt es trotzdem auch ein paar nette Exemplare. Dafür solltet ihr mal die Barty-Mäus-Buchreihe von Jonathan Strouch lesen. Und schon werdet ihr so manchen humorvollen Dämonen begegnen. Die gefallenen Engel werden so uns sicherlich noch in Zukunft so manches Mal in der ein oder anderen Form begleiten. Und somit endet dieser Stream auch wieder. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Er war leider etwas kurz, aber in der Kürze liegt ja die Würze, sagt man so. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal.